Hallo Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über diese niegelnagelneue Daily Go-To Sunscreen von Purito sprechen. Die teste ich jetzt bereits seit circa einer Woche und vor einiger Zeit gab es ja mal einen Skandal rund um die Schutzleistung der alten Version. Da möchte ich jetzt aber nicht nochmal drauf eingehen. Ich denke, darüber wurde schon genug gesagt, aber das hier ist halt das Resultat daraus. Manche von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum spricht diese Frau überhaupt über Sonnencreme im Herbst und Winter? Ist es nicht eher ein Thema, das in Richtung Frühling bzw. Sommer gehört? Nein, deshalb möchte ich euch jetzt noch einmal vier Fakten zum Thema UV-Strahlung präsentieren. Fakt Nummer 1. Man geht davon aus, dass ca. 80% der Hautalterung durch UV-Strahlung verursacht wird. Fakt Nummer 2. Die UV-Strahlung schwankt zwar täglich sowie saisonal, aber sie ist dennoch immer vorhanden. Fakt Nummer 3. Schäden durch UV-Strahlung häufen sich an. Fakt Nummer 4. Hautprobleme können durch UV-Strahlung verschlimmert werden. Das sind alles Punkte, bei denen eine Sonnencreme als präventive Maßnahme hilfreich sein kann. Also zumindest, wenn wir uns im kosmetischen Bereich bewegen. Bei mir persönlich spielt zudem ein erhöhtes Hautkrebsrisiko mit rein, sowie die Tatsache, dass ich Peelings und andere Actives in meiner Hautpflegeroutine verwende. Wie immer würde ich das Video aufteilen. Im ersten Teil sprechen wir über die Inhaltsstoffe, die UV-Filter, die Schutzleistung. Im zweiten Teil trage ich die Purito Sonnencreme auf mein Gesicht auf, natürlich in der korrekten Menge. Und dann schauen wir auch mal, wie sie sich unter Make-up macht. Und im dritten Teil, und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Teil, spreche ich darüber, dass manche schon wieder eine Art Skandal in Bezug auf die Schutzleistung der neuen Version wittern. Schauen wir uns jetzt mal an, was Purito hier Feines entwickelt hat. Und dafür habe ich euch mal wieder eine Übersicht gestaltet. Ihr könnt das Video natürlich jederzeit pausieren, um euch die ganzen Punkte im Detail anzuschauen. In Bezug auf die UV-Filter hat man sich hier für eine Kombi aus organischen UV-Filtern und dem anorganischen Filter Titandioxid entschieden. Titandioxid gilt als gut verträglicher Filter, aber neigt natürlicherweise zum Weißeln. Ich persönlich bin ja sehr begeistert von der Wahl der UV-Filter, denn hier ist unter anderem Tinosorb S drin, ein moderner, sehr stabiler und gut verträglicher Breitbandfilter, dann DHHB, auch ein großartiger hautfreundlicher UVA-Filter, Ethylhexyltriazon, ein UVB-Filter mit besonderer Vorliebe zum hauteigenen Keratin, was zusätzlich zur Schutzleistung des Produkts beiträgt, das Ganze komplett ohne Beduftung und mit ein paar zusätzlichen Skincare-Benefits in Form von Tigergras und dessen Bestandteilen, was unter anderem einen beruhigenden Effekt auf die Haut haben kann. Die Schutzleistung der Purito Sonnencreme beläuft sich auf 50+, das heißt, der UVB-Schutz entspricht einem Wert von mindestens 60, was wiederum heißt, dass ca. 1,7% der UVB-Strahlung ungehindert auf unserer Haut treffen. Der UVA-Schutz hingegen liegt bei ca. 17, was bedeutet, dass ungefähr 5,9% der UVA-Strahlung ungehindert auf die Haut treffen. Somit würde die Purito Sonnencreme das in der EU verbreitete UVA-Siegel nicht erhalten, denn dazu müsste der UVA-Schutz bei mindestens 20 liegen. Vor dem Auftrag der Sonnencreme verwende ich immer noch mal sehr gerne mein eigenes Gesichtswasser mit 4% Niacinamid, 2% Ectoin und 2% Panthenol, weil sich zumindest auf meiner trockenen Haut Produkte besser auftragen lassen, wenn ich sie vorher anfeuchte. Ich verlinke euch das Gesichtswasser oben in dem i und auch nochmal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das sehr, sehr gerne nochmal anschauen, falls euch das interessieren sollte. Dann trage ich die Sonnencreme jetzt mal auf und hier verwende ich wie immer 1 Gramm und diese Menge kommt auch nicht von ungefähr, denn auch diese Sonnencreme wurde nach der internationalen Methode getestet, bei der 2 Milligramm Produkt je Quadratzentimeter Haut aufgetragen werden. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man die entsprechende Menge auch auf seiner eigenen Haut aufträgt. Ansonsten bekommt man nicht den Schutz, der auf der Sonnencreme deklariert wird. Bei mir würden theoretisch 0,8 bis 0,9 Gramm reichen, aber ich benutze immer 1 Gramm, weil ihr dadurch einfach eine gute Vergleichsmöglichkeit habt und 1 Gramm eigentlich für die meisten Menschen im Gesicht ganz gut funktioniert.
So sieht das Finish jetzt nach 15 Minuten aus und ich denke, ihr könnt das selbst ganz gut erkennen. Es sieht schon relativ glowy aus. Mich persönlich stört das nicht. Ich mag das ganz gerne, vor allem mit meiner trockenen Haut. Aber ich kann absolut nicht bestätigen, dass diese Sonnencreme in irgendeiner Form lightweight wäre. Ich spüre schon einen leichten Pflegefilm auf der Haut, weshalb ich die Daily Go-To Sunscreen von Purito Menschen mit öliger Haut eher nicht empfehlen würde. Ich habe fix mein Make-up fertig gemacht und muss sagen, dass ich keinerlei Probleme mit der Sonnencreme von Purito hatte. Auch während der gesamten Testzeit von circa einer Woche konnte ich sie mit unterschiedlichen Produkten ausprobieren und muss auch hier sagen, dass sie komplett unproblematisch war. Wenn ich die Sonnencreme von Purito mit meinem Favoriten von Isntree vergleichen müsste, dann würde ich sagen, dass sie damit definitiv nicht mithalten kann. Da mag ich das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel einfach lieber. Falls euch interessiert, wie diese Sonnencreme auf meiner Haut aussieht, ich habe sie euch in meiner Morgenroutine gezeigt, hier auf meinem YouTube-Kanal. Das entsprechende Video verlinke ich euch wie immer oben in dem i und unten in der Infobox. Aber ich kann mir durchaus gut vorstellen, die Purito Sonnencreme im Herbst und Winter zu verwenden, weil ich sie erstens gut vertrage, sie zweitens nicht in den Augen brennt, sie sich in der entsprechenden Menge gut auftragen lässt und nicht komisch mit anderen Produkten interagiert und auch unter Make-up ganz gut aussieht. Nur dadurch, dass sie eben so pflegend und etwas schwerer auf der Haut ist, ist sie für mich persönlich eher prädestiniert für den Herbst und den Winter. Hi Nature, das Unternehmen hinter der Marke Purito, hat ihre Sonnencreme in zwei Laboren testen lassen, also die Schutzleistung ihrer Sonnencreme sozusagen bestimmen lassen. Einmal in einem koreanischen Labor und in einem amerikanischen Labor. Dabei sind am Ende natürlich zwei Durchschnittswerte rausgekommen. Im amerikanischen Labor kam ein SPF von durchschnittlich 71,4 raus. Im koreanischen Labor kam hingegen ein Wert von 57,4 raus. Und da sind manche natürlich so ein bisschen aufgeschreckt. Wie kann das sein? Wie passiert sowas? Ist da wieder irgendwas schiefgelaufen? Werden wir schon wieder in Bezug auf die Schutzleistung veräppelt? Schauen wir uns die Tabellen mit den Testergebnissen mal genauer an. Ich habe euch die wichtigen Spalten gelb markiert und entschuldige mich im Voraus, falls irgendwas unscharf sein sollte, denn ich musste hier mal wieder alles über Screenshots regeln. Links findet ihr die Ergebnisse des amerikanischen Labors und rechts die Ergebnisse des koreanischen Labors. Bei den Werten des amerikanischen Labors fällt die Streuung, sprich die einzelne Verteilung von Werten rund um den Mittelwert, also 71,4, im Vergleich zu dem koreanischen Labor kleiner aus. Auch die Spannweite, also die Differenz zwischen größtem und kleinstem Wert, ist beim amerikanischen Labor deutlich kleiner. Also da beträgt die Spannweite 9,7. Beim koreanischen Labor liegt der Wert bei 25,5, was schon ein ziemlich großer Unterschied ist. Ich persönlich vermute, dass es hier wahrscheinlich eine größere Messunsicherheit im koreanischen Labor gegeben hat, denn es gab die gleiche Probandenanzahl, die gleiche Menge wurde aufgetragen, es wurde nach der gleichen Methode getestet. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass hier immer noch Menschen am Werk sind, die Fehler machen können, dass Maschinen justiert werden müssen und dass selbstverständlich auch der Prüfling, also das Muster von der Sonnencreme, eine große Rolle spielt. Wie wurde das Muster erstellt? War die Creme komplett homogen? Das sind eben alles Fragen und Gedanken, die man so ein bisschen in diese Thematik mit einbeziehen muss. Deshalb ist es oftmals gar nicht so verkehrt, mehrere Labore zur Bestimmung der Schutzleistung einer Sonnencreme zu engagieren, um eben möglichst viele Daten zu erhalten und sich so an einen echten Wert ranzutasten. Im Fall der Purito Sonnencreme kommt man auf einen durchschnittlichen UVB-Schutz von 64,38, also SPF 50+, und einem durchschnittlichen UVA-PF von 17,25, also PA++++. Wie ihr sehen könnt, sind diese Tests zur Bestimmung der exakten Schutzleistung von Sonnenschutzmitteln ein kleines bisschen tricky, weshalb man nur auf Grundlage solcher Schwankungen nicht per se von einem Skandal sprechen kann. Klar kann man diese Methode kritisieren und sich Verbesserungen wünschen, aber meiner Meinung nach sind diese Tests immer noch besser, als gar nicht testen zu lassen und seine Sonnenschutzmittel getreu dem Motto, ja, ich habe da was im Internet gelesen und deswegen klatsche ich SPF 50 auf mein Produkt drauf, zu verkaufen oder gleich Do-It-Yourself Sonnencremes auf Etsy anzubieten.